Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von MyWindow. Heute wird es darum gehen, wieder ein Hallo Welt Programm zu schreiben, aber diesmal nicht in der Windows Forms Anwendung, also das heißt hier auch mit einer Windows Oberfläche, sondern eine Befehlszeilen Anwendung. Okay, wird das uns erstellt. Das wird jetzt nicht mehr visuell gemacht, sondern eben nur Code. Vorher hatten wir ja eine Oberfläche, Textbox und alles mögliche. Wenn wir jetzt hier mal in die Toolbox reingehen, werden wir da nichts angezeigt bekommen. Also wir haben das anders geschachtelt hier. Wir haben hier Module. Ne? Das hier ist das Modul 1. Dann haben wir Submain, das ist das Main-Sub. Und dann hier das End-Sub, damit das abgeschlossen wird. Und End-Module. So, dann schreiben wir mal ins Submain rein. Damit etwas ausgegeben werden kann, verwenden wir jetzt erstmal Konsole. Ja, das ist jetzt sowas wie die Autovervollständigung, das da. Konsole. Punkt. Und dann können wir jetzt auf die Funktionen zu greifen. Und wir sagen jetzt Punkt Writeline. Also es wird in eine neue Zeile geschrieben. Anführungszeichen, da können wir dann auch ohne Anführungszeichen Variablen einsetzen. Das werden wir aber erst in den nächsten Tutorials kennenlernen. Und dann schreiben wir da jetzt eben mal Hallo Welt. Zack und zu. Und wenn wir das jetzt starten würden, das mache ich jetzt einmal. Das wird jetzt sofort wieder weggehen, da wir das noch nicht gehalten haben. Also er sagt, okay, ich habe es gemacht, Ende Gelände. So, damit das gehalten wird und der auf unsere Eingabe wartet, dass wir es gesehen haben, schreiben wir jetzt Konsole.readline. Klammer auf, Klammer zu. Damit können wir dann später auch Eingaben auslesen und in Variablen reinschreiben und so weiter. So, jetzt starten wir das wieder. Hallo Welt. Können wir hier was reinschreiben und wenn wir dann Enter drücken, ist Ende. Ja, dann noch etwas zum Bilden. Ich muss noch hier was dazu schreiben. Jetzt bildet das nicht mehr. Konsole. Writeline. Das war ein Tutorial von MyWindow. Ja, ist ja egal. Und jetzt werden wir dann gleich sehen. Schauen wir mal, Momentchen. Ah, Mann, das ist Schuss. Dann ist da unten immer so ein Bildprozess. Dann drücken wir jetzt Enter und dann kommt wieder. Das hätte ich wieder halten müssen. Ja. Okay, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, jetzt könnt ihr auch mit ein bisschen mit Konsolenanwendungen arbeiten. Und